investieren, sondern das sind Ihre Vorteile. Darum geht es im Prinzip. Also der Punkt ist ja, wenn Sie am Markt handeln, soll das eben fair ablaufen. Das wird, wie gesagt, durch den Post-Trade-Report nachgewiesen. Und da ist eben hier schon mit dem Eisberg mal skizziert, wie ist es eigentlich so für Sie, wenn Sie das mal alles auf sich wirken lassen, in Ihrer Trading-Plattform. Wie vorhin schon gesagt, ist alles bunt, ist alles schön, die Candlesticks sind sich färbbar, die Indikatoren, die blinken nur so am einen, man hat viele Analyse-Tools, aber dann ist es das, was Sie in der Plattform sehen. Nach unten raus, also das, was praktisch die Spitze des Eisberges ist, ist das, was Sie in der Plattform sehen. Aber nach unten raus ist ja das Entscheidende, was am Markt passiert. Ja? Und da geht es eben darum, was abläuft. Und da geht es um Geschwindigkeit, um Slippage, um Ausführung. Wer hat sie bedient? Ist es dann tatsächlich eben so gewesen, dass die Order auch wirklich an den Markt gegangen ist? Und dann ist das genau der Punkt, wo man sagt, genau das steht in dem Post-Trade-Report, der jeweils für eine Order sowohl An- und Verkauf angefordert werden kann. Ich gebe auch gleich nochmal den Tipp, man sollte natürlich jetzt nicht hergehen, wenn man beispielsweise 100 Trades gemacht hat, von jedem Trade so einen Post-Trade-Report anzufordern, weil das ist ein immenser Aufwand. Das heißt, wir gehen an die Liquiditätsprovider ran, die geben uns das Feedback, und dann wird das alles protokolliert. Wer es testen will, sollte es tun. Ich habe auch oben hier in der Bannerleiste drin für den Gimmick des Zuschauens oder für das Gimmick des Zuschauens, wenn Sie heute zum Beispiel ein Konto eröffnen, und ich kann eigentlich nur sagen, das Beste ist einfach testen, sowohl Demo, können Sie bei uns so lange machen, wie Sie wollen. Wenn Sie ein Live-Konto eröffnen heute zum Beispiel, was auch keine schlechte Idee wäre, um eben auch den Live-Ablauf des Flows, des Orders oder auch dann Live-Post-Trade-Report mal anzufordern, biete ich Ihnen an 20 Free-Trades, egal was Sie handeln. Wenn Sie dann ein Konto eröffnen und dann einfach hinten reinschreiben bei dem Kontoeröffnungsantrag IB-Days Frühjahr 2016 oder IB-Days 2017, können wir Ihnen das generieren, und das verspreche ich Ihnen praktisch als Gimmick, dass Sie dann einfach 20 Free-Trades kriegen, um uns zu testen. Als kleines Dankeschön, wenn Sie es denn versuchen. Zu dem, was Ihnen aber wirklich einen Vorteil bringt, ist jetzt genau der Punkt, man nennt es Core-Spreads. Gerade im Forex-Markt, ich sagte vorhin die Euro-US-Dollar-Geschichte, ich glaube, es stirbt aus, dass der Euro-US-Dollar mit so einem Spread von über 1,5 da am Markt gehandelt werden kann. Der Witz ist eben, dass genau so ein Spread entscheidet darüber, wo Ihr Take-Profit ausgeführt wird oder auch Ihr Stop-Loss. Für den das jetzt ein bisschen ungreifbar scheint, warten wir. Das kommt hinten raus noch per Slides nochmal genau. Da habe ich eine schöne Grafik dazu, wie Ihre Order im Markt sich bewegt sozusagen, wo Ihr Bid und Ask ist. Und dann ist der Unterschied eben der, ob Sie einen Core-Spread haben oder eben ob Sie einen Markup-Spread haben. Markup-Spread heißt, dass der Spread aufgemacht wurde, zum Beispiel auch für die Erklärung des Markups. Broker, die zum Beispiel den Handel ohne Kommission anbieten, ist legitim, kann man machen. Wir bieten ja jetzt in dem Fall auch 20 Free-Trades an, aber irgendwo muss das natürlich hinten wieder rauskommen. Wir hoffen, dass Sie bei uns Kunde bleiben und uns vertrauen. Dadurch rechnet sich das hinten raus. Bei Broker, die grundsätzlich keine Kommission anbieten, können Sie mal davon ausgehen, dass im Prinzip der Spread sicherlich nicht einen Interbanken-Spread hat, sondern eben gewisse Handelsgebühren in den Spread inkludiert sind. Was dann im Umkehrschluss eben zu so einem großen Euro-US-Dollar-Spread führt, wie zum Beispiel 1,5 oder plus. Und dann sieht man eben, aha, da ist noch ein Stück weit was in Kosten oder an Kosteninhalten im Spread drin und obendrauf dann eben auch letztlich noch was aufgeschlagen. Und das führt letztlich zu einer schlechteren Ausführung, das muss man ganz klar sagen. Also Markup und Core-Spread, das, wie gesagt, erläutere ich gleich im Nachgang nochmal. Zudem haben wir uns auch hier den Markt natürlich angepasst, Nachschusspflicht, die ist weggefallen. Ihr habt es mitgekriegt, Schweizer Franken-Crash, 15. Januar 2015. Ich war live am Bildschirm. Für mich war es in dem Moment fast auch wie ein Computerspiel, wie ich sage. Ich habe fast nicht glauben wollen, was da abläuft. Also das war erstmal geschichtlich einzigartig. So was ist am Forex-Markt auch noch nicht passiert. Wie gesagt, die Schweizer Nationalbank hat da ihre Schwelle von 1,20 beim Währungspaar Euro-Schweizer Franken aufgegeben am Vormittag. Und dann geschah das, was im Prinzip 3 Jahre hätte vorher schon passieren sollen. Im Prinzip die Aufwertung des Schweizer Frankens und die Abwertung des Euros wurde da innerhalb von wenigen Minuten abgearbeitet. Was im Prinzip, wenn man sich den Chart anschaut, auf Sicht von 3 Jahren, seit das interveniert wurde, ohnehin erfolgt wäre, aber da ist praktisch die Bombe geplatzt und der Markt ist nach unten geknallt. Und da gab es eben auch viele Marktteilnehmer, die und auch Broker im Übrigen, die den Löffel abgegeben haben, auf gut Deutsch, weil zum einen große Schieflagen bei den Brokern erzeugt wurden dadurch, und dann gab es eben auch hier viele Kunden, die mit relativ kleinen Einlagen und dann aber eben noch Fehlspekulation, weil im Grunde genommen erlaubt der Broker einem durch den Hebel
einen indirekten Kredit und Sie können mit kleinen Summen großes Geld bewegen. Das funktioniert so lange ganz gut, solange die Märkte normal sind. Beim Schweizer Frankencrash gab es aber da eben den schwarzen Schwan, den Worst Case. Und da gab es eben Leute, die mit 500 Euro Kontogröße plötzlich eine Schieflage von 30.000 Euro hatten. Ja, und der Broker dann praktisch gesagt hat, Nachschusspflicht, und das wird im Prinzip unterschrieben, wenn das Konto, das waren jetzt beispielsweise 500 Euro, wenn die weg sind, dann kommt man sozusagen in den Margin Call und dann hinten raus gibt es die Nachschusspflicht. Das ist am Terminmarkt, am Future-Markt ganz normal. Solange es den Markt gibt, gibt es auch eine Nachschusspflicht, deswegen auch völlig legitim und für uns eigentlich auch standardisiert gewesen, dass man sagt, die Nachschusspflicht ist ein Vehikel des Kapitalmarkts, weil der Broker grundsätzlich auch ins Risiko geht, nämlich eben ihnen die Möglichkeit zu geben, mit einem gewissen Hebel zu arbeiten. Das ist völlig normal. Letztlich jetzt, auch die BaFin hat da ja Entscheidungen getroffen, die eben, oder SciSec speziell, wobei die BaFin da jetzt eben auch noch mit ihrem neuen Agreement da mal eine Positionierung einschlagen wird. Ich bin gespannt, wie das noch wird, aber grundsätzlich haben sie ja hier auch CFDs mit binären Optionen verglichen, was man ohnehin nicht tun sollte. Ja, aber es gibt eben auch viele Produkte, die da sehr, sehr zweifelhaft sind. Aber zur Nachschusspflicht muss man sagen, die ist, wie gesagt, weggefallen und das haben wir im Prinzip genauso gemacht. Das heißt, Sie können im Prinzip nicht mehr verlieren als das, was auf Ihrem Konto ist. Dennoch gebe ich natürlich den Tipp, das sollte man nicht wie im Casino sehen, das ganze Prinzip hier, sondern eben auch davon ausgehen, dass man professionell vorgeht und nicht schwarz-rot, zum Beispiel wie beim Roulette oder sagen wir tatsächlich Casino-Modelle da pflegt. Man sollte nicht darauf spekulieren, das komplette Konto sozusagen zu riskieren. Den Tipp gebe ich gleich mal. Aber für Sie, wie gesagt, ganz interessant, dass die Nachschusspflicht da eben auch bei uns jetzt weggefallen ist. Und insofern hier noch ein anderer Vorteil und das ist eigentlich der Vorteil Nummer eins, den ich so als solchen ansehe neben dem Post-Trade-Report. Das ist praktisch die Liquiditätsaggregation unseres Geschäftsmodells. Ja, gerade Forex-Markt bezogen und auch bei den CFDs, zeige ich Ihnen, wie gesagt, im Nachgang auch nochmal, ist es so, dass wir nichts in Haus halten, sondern wir haben den MetaTrader als Plattform aufgemacht und die Orders tatsächlich oder den Orders den Weg ermöglicht, an den freien Markt zu gehen. Und da haben wir, wie gesagt, den großen Interbankenpool mit plus 20 Banken, Tier 1 Banken, da sind sie alle dabei, Goldman Sachs, UBS, Bank of America, Deutsche Bank, also es sind praktisch nicht wir, die mit Ihnen arbeiten, sondern wir sind praktisch intermediär tätig, um Ihnen den Zugang zu den Big Banks zu beschaffen und da kriegen Sie praktisch die Preise. Und das ist dann natürlich die ausgezeichnete Ausführung, die Sie durch den Post-Trade-Report, wieder gesagt, wie schon angesprochen, sozusagen detailliert aufgeschlüsselt gekriegen, welche Bank hat sie bedient, zu welcher Zeit, gab es auch positive und negative Slippage. Für den, der es nicht weiß, was heißt Slippage. Ja, aber gerade bei Ausführungen, sowohl Take Profits, Stop Loss oder auch Market Orders, in dem Moment, wo Sie die Order rausfeuern, kann es ja Kursbewegung geben. Ja? Oder auch wenn der Stop-Loss zum Beispiel getriggert wird, in Millisekunden kann der Preis höher oder tiefer stehen und das nennt man im Prinzip Slippage. Also eine kleine Ausdehnung, eine Preisveränderung, zu der Sie am Markt jetzt nicht Ihren Preis bekommen haben. Ihr Preis kann besser, das nennt man positives Slippage, oder schlechter, negatives Slippage gewesen sein. Ja, und es gibt Broker, die behalten grundsätzlich die positive Slippage für sich und geben die negative weiter. Ja, also alles, was schlecht ist, raus, vielleicht noch ein bisschen was draufschlagen. Grundsätzlich aber eben auch hier in dem Report nachweisbar, ob sie überhaupt eine Slippage gekriegt haben. Und das, wie gesagt, detailliert und explizit aufgeführt. Deswegen hier nochmal der Screenshot. Einfach mal fragen, was in der Plattform sichtbar ist und was unten abläuft.